Spritzbild ist immer noch gut. Es macht super Spaß, gerade damit zu arbeiten. So hört man mich noch, ich hoffe. Sehr herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ich habe ein neues Spielzeug bekommen, und zwar ein neues Alice-Gerät, das Graco 490 XT. Ist eine komplett neue Baureihe von Graco. Ich bin sehr gespannt, was das Gerät alles kann. Mehr zeige ich euch hier in dem Video. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuschauen. So schaut das Ganze aus, wenn ihr euch das Gerät bestellt. Ja, wir haben hier das Alice-Gerät, dann habt ihr einen 15 Meter Schlauch, der mit dabei ist. Und es kommt auch noch die Graco Contractor PC Spritzpistole mit, wo schon eine 517er LP-Düse drin steckt. Finde ich sehr gut, weil das auch so eine meiner Düsen ist, die ich am meisten verwende. Ja, ihr habt hier das Display, also die Geräte haben jetzt auch die aus der XT-Baureihe alle ein digitales Display. Gefällt mir auch sehr gut. Den Schlauch, den werde ich jetzt montieren, die Pistole auspacken, und dann nehmen wir das Ganze mal zusammen in Betrieb. So, das Gerät ist jetzt in Betrieb genommen, steht jetzt im Wasser. Ich habe jetzt den Schlauch auch mit Wasser gefüllt, kurz gespült. Jetzt nochmal zu den neuen Funktionen, weil wir haben ja so viele Funktionen, es ist schwierig, das alles irgendwie hier mit reinzubringen, aber ich versuche auf die wichtigsten Dinge einzugehen. Ne? Wir haben hier ein Alice-Gerät, was eine Förderleistung hat von knapp 2,6 Liter. Wir haben durch diese neuen Motorentechnologie haben wir viel weniger Lärmbelästigung. Ich kann mal hier jetzt den Druck hochdrehen. Und das Klacken, was ihr hört, das ist die Pumpe. Ja, die hört man noch, aber der Motor an sich, der ist kaum noch zu hören. Dann haben wir hier eine Druckeinstellung. Also in der Vergangenheit war es so, wenn man hier den Druckregler bewegt hat, ja, dann hat er so 10, 15 Bar Sprünge gemacht. Ja. Wenn ich jetzt den Druck hochgehe, dann macht er also 2 Bar Schritte. Das heißt, ich kann den Druck so genau regeln, wie ich ihn brauche. Und das ist schon wirklich genial. Und der Motor, man hört, wie er leise im Hintergrund arbeitet. Wenn wir hier das L vorne stehen haben, dann befinden wir uns im Low Pressure Mode. Das bedeutet, dass wir hier Leistungen von 5 bis 138 Bar einstellen können. Wenn ich jetzt einmal auf Spray Mode klicke, dann befinden wir uns im High Pressure Mode. Und hier kann ich von, wenn ich jetzt ein bisschen hochdrehe, sehen wir es, dann geht er auf über 30 Bar, also 35 Bar bis maximal 228 Bar. So, dann gibt es noch eine weitere Funktion, und zwar das Watchdog. Das bedeutet, dass die Maschine automatisch erkennt, wenn kein Material mehr nachkommt, und automatisch abschaltet. Passiert halt nicht, dass die Pumpe im Leerlauf immer weiter läuft, versucht Druck aufzubauen. Ist mir einmal passiert, wo ich nicht auf der Baustelle war und vergessen hatte, die Maschine auszumachen. Also ist auch auf jeden Fall eine sinnvolle Funktion. Dann haben wir hier auch das Turbo Clean. Haben jetzt glaube ich auch alle XT. Modelle in der neuen Baureihe. Das heißt, ihr könnt mit deutlich weniger Wasser deutlich schneller die Maschine sauber machen. Finde ich persönlich auch wirklich sehr nice. So, dann kommen wir für mich zum nächsten und einem der krassesten Features, die jetzt die neuen Modelle mitbringen. Und zwar ist es die Drucksteuerung. Ja, in der Vergangenheit war es so, oder bei alten Geräten generell, auch bei anderen Herstellern, wenn ihr einen Druck einstellt, ja, ich gehe jetzt auf 80 Bar, will damit arbeiten, dann habe ich am Anfang, wenn man die ersten Zentimeter, wo ich spritze, eigentlich zu viel Druck, mehr Druck, wie ich eigentlich brauche, und dann fällt der Druck ab um, ich weiß nicht, vielleicht 20%, 15 bis 20%. Das heißt, ich stelle 80 ein und der Druck fällt dann runter auf unter 70. Ne? Das heißt, wenn ich dann mit 80 auch arbeiten will, muss ich den Druck deutlich höher einstellen. So, wir haben jetzt 76 Bar eingestellt, jetzt halte ich die Pistole ins Wasser. 75, zieh ab
und habe jetzt 72 Bar auch als Arbeitsdruck. Ja, das bedeutet, dass wenn wir arbeiten, dass wir wirklich konstant gleichen Druck haben. Wir können, wir haben immer die gleiche Materialmenge, die wir aufbringen. Wir haben auch nicht dieses Schwanken zwischen den Pumpenschlägen. Ich habe es schon mal gehabt in der Vergangenheit, dass ich eine Holzdecke gespritzt habe und der Lack war wirklich sehr schwer und die Maschine hat sich auch schwer getan, den Lack zu spritzen. Und dann hat man am Ende auch wirklich so zwischen den Pumpenschlägen diesen Druckabfall hat man auf der Oberfläche gesehen. Das ist super ärgerlich. Dieses Problem haben wir hiermit einfach komplett eliminiert. So, Graco hat den neuen Maschinen auch nochmal eine neue Pumpe gegönnt. Wir haben hier auch dieses Schnellwechselsystem, das heißt, man kann hier mit wenigen Handgriffen auch die komplette Pumpe wechseln. Wir haben hier diese Endurance Vortex Pumpe, soll wirklich eine deutlich längere Haltbarkeit haben, wobei die alten Maschinen auch schon wirklich, ich will nicht sagen unkaputtbar waren, aber sehr lange gehalten haben. Ja, ich habe mich bei der 490 XT für die High-Boil-Variante entschieden. Das heißt, ich habe hier einen Wagen auf Rollen mit einem starren Ansaugsystem. Das Ganze gibt es auch nochmal als Low-Variante mit einem flexiblen Ansaugschlauch. Ist Geschmackssache. Ich finde es ganz cool, wenn ich den Eimer hier vorne reinhängen kann und das Ganze auf der Baustelle auch flexibel bewegbar ist. So, jetzt habe ich, glaube ich, genug geredet. Jetzt muss ich hier dieses Wohnzimmer, Esszimmer, Küche einmal durchspritzen. Teste hier heute auch eine neue Farbe. Habe hier, sitzt schon drauf, die Sto Color Pure Clean mit dabei. Das ist eine matte, abwischbare Farbe. Bin jetzt sehr gespannt, wie sich das Ganze verarbeiten lässt. Ihr merkt vielleicht, ich bin hier echt begeistert von dem neuen Gerät. Und ich würde sagen, wir legen los. So, ich habe die Maschine jetzt auf knapp 90, 89 Bar. Jetzt bin ich mal gespannt, wie viel wir an Leistung brauchen für ein sauberes Spritzbild. Et voilà. Hey, 90 Bar und das Spritzbild sieht perfekt aus. Jetzt gehen wir mal weiter runter und gucken, ob wir auch mit weniger arbeiten können. Jetzt haben wir 60 Bar. Spritzbild ist immer noch gut. Also wir haben hier minimal vielleicht, ich gucke nochmal hier, minimal sieht man hier, dass oben ein bisschen mehr Farbe ist. Das heißt, wir sind, ich gehe jetzt wieder auf 70, 75 Bar und das wird, so, ja, das wird unser Arbeitsdruck. Das heißt, wir brauchen deutlich weniger Druck beim Arbeiten, haben dadurch weniger Verschleiß auf den Düsen, auf dem Gerät. Und können sehr genau arbeiten. Ich fange mal hier auf der Kaminseite an. Jetzt. Ah ja, jetzt wollte ich schon loslegen zu spritzen, aber Maske tragen beim alles Spritzen. Auch wenn wir wenig Nebel haben. Ich habe jetzt die ersten Meter gespritzt und ich muss sagen, ich bin super begeistert. Wir haben so smooth vom Arbeiten, ist wirklich super einfach geworden. Ich glaube, dass tatsächlich mit dem Gerät der Einstieg in die Airless-Welt immer so viel einfacher geworden ist, weil ihr könnt so viel weniger falsch machen. Wir haben wirklich so ein konstantes, schönes Spritzbild. Es macht super Spaß, gerade damit zu arbeiten. Wir haben auch keinen Lärm im Hintergrund, der irgendwie noch stört. Ich spritze jetzt mal das Wohnzimmer durch und dann kriegt ihr nochmal Feedback. Ah, so, Raum ist durchgespritzt. So, hört man mich noch? Ich hoffe. Ja. Wirklich
astrein, macht super Spaß mit dem neuen Gerät. Steht hier im Raum, ich weiß nicht, ob man's, man hört es kaum während dem Arbeiten. Dann das Spritzbild, genial, man hat schön auch weniger Verbrauch. Ich habe eben in den Eimer geschaut, wir haben hier wirklich ein großes Wohnzimmer, Esszimmer, Küche offen gestaltet. Ich habe jetzt einen halben Eimer Farbe verbraucht. Also wirklich top. Der Nils, der rollt das Ganze noch zu Ende nach. Ist jetzt auch durch. Da das Eck, da werden wir nicht streichen, weil da kommt später noch eine Betonoptik hin. Und vorher streichen wir aber hier das Ganze noch ein zweites Mal. Und dann zeige ich euch nochmal das Endergebnis. Ja, und vielleicht nochmal hier, zeige ich euch meinen Arm, so hier rechts. Wirklich sehr wenig Nebel. Ich hätte wahrscheinlich im Endeffekt auch ein bisschen weniger spritzen können, aber dann hätte ich vielleicht ein bisschen zu wenig Materialdurchfluss. Deswegen hat das schon gepasst. So, Wände und Decken sind jetzt zweimal gestrichen und mir gefällt das Finish, muss ich sagen, richtig gut. Mit dem Airless-Gerät zu arbeiten, macht einfach Spaß. Ich verlinke euch das Airless-Gerät von mir auch nochmal in der Videobeschreibung. Ich weiß, es ist nicht ganz günstig, aber wenn ihr ein professioneller Betrieb seid, Malerbetrieb, ihr streicht regelmäßig, dann macht es absolut Sinn, was Professionelles zu kaufen. Und ich glaube, hiermit wird man richtig lange Spaß haben. Ich werde jetzt noch hier zu Ende aufräumen. Wenn ihr Fragen habt zu dem ganzen Thema, dann schreibt es einfach unter das Video in die Videobeschreibung. Ansonsten freue ich mich natürlich, wenn ihr dem Video einen Daumen nach oben gebt und meinen Kanal abonniert. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, Kakao.